da noch einen Blick von unten Richtung Schleuse. Jetzt habe ich Biel verlassen. Da vorne sieht man noch die Verbrennungsanlage. Ganz hinten der Jura. Dann noch so ein Industriequartier. Und jetzt gehe ich hier runter. Und da auf der Seite ist der Nidau-Büren-Aare-Kanal. Das ist eine ganz schöne Gegend hier. Es ist zwar noch ziemlich kalt. Auf der einen Seite der Kanal und da auf der gegenüberliegenden Seite das Industriegebiet. Und dann nochmal ein Blick zurück. Da auf der gegenüberliegenden Seite ist ein bisschen renaturiert worden, habe ich so das Gefühl. Ich bin ja vor etlichen Jahren schon mal auf der anderen Seite bis nach Solothurn gewandert. Aber das sind jetzt schon, ja, ziemlich lange her. Wahrscheinlich 4-5 Jahre. Da ist noch ein Findling. Leider habe ich von damals keine Videos. Jetzt habe ich Brück erreicht, ein Vorort von Biel. Das da hier ist die Autostraße Richtung Bern. Und das ist der Weg, wo ich jetzt gerade gekommen bin. Die Eisenbahnbrücke von Brück. Da fahren die Züge Biel-Bern. Eine schöne alte Eisenkonstruktion. Das da hier ist die Straßenbrücke von der Hauptstraße. Und da hier sieht man noch ein bisschen vom Quartier von Brück, wo ich jetzt durchwandere. Da kommt jetzt das erste Boot vom heutigen Tag, das ich sehe. Und jetzt habe ich eine gerade Strecke vor mir, da am Kanal entlang. Mal einen Blick den Kanal und hier auf diese Seite sind moderne Häuser. Da ist es schön zu wohnen. Ein schönes altes Stöckli. Und da vorne ist noch ein großer Bauernhof. Ganz an der Aare. Und besser gesagt am Kanal. Die Aare, ja, ist ja eigentlich auch da drin. Und da ist noch ein Esel. Hallo, hey, hallo zusammen. Hey. Diese Bäume hier sind voll behangen. Da vorne hat es noch mehrere solche. Und da wieder der Kanal. Jetzt sieht man den Jura wieder schön.
da drüben kommt noch ein größerer Bach in den Kanal rein. Das da gehört zu Orpund. Und auf dieser Seite wieder der Kanal. Einen kleinen See. Das ist wahrscheinlich irgendwie in einer ehemaligen Grube oder so irgendetwas. Das ehemalige Kloster Gottstadt in Orpund. Hier unterrichtete Georg Simon Ohm, der Erfinder vom Ohmischen Gesetz. Seine schöne Anlage, noch ziemlich groß, dient heute als Seminarzentrum. Das ehemalige Kloster ist an einer sehr schönen Lage. Ein Blick in den Jura und hier zum Kanal. Da nochmal ein Blick auf das Kloster. Und hier fängt jetzt das breite Feld schon an. Da vorne, diese Ortschaft da hier vorne, war sogar früher eine Zugverbindung von Biel und endete dort. Es war eine ganz kleine, ich glaube sogar eine Schmalspurbahn, aber da ist heute nichts mehr davon. Es ist alles abgerissen, außer noch ein paar Gebäude. So, jetzt geht es weiter diesen Weg da. Da drüben kommt die alte Aare her. Ich quer dann hier das Feld, bin da, wo dieser Wald ist, entlang. Vordergrund der Jura und hier noch ein paar Dörfer. Und da weit, weit hinten wäre Biel. Da einen Blick in die Ebene. Vorne der Jura. Und hier habe ich schon jetzt abgebogen an die alte Aare. Die ist irgendwo da in diesem Dickicht verborgen. Ich hoffe, dass ich sie dann noch sehe. Da sehe ich jetzt einen See. Das ist jetzt ein Teil von der alten Aare. Es ist ganz schön da, die Natur. Das ist ganz schön hier. Das ist wirklich schön. Wow. Dann Blick nach unten. Natürlich ein Paradies für Vögel. Und wenn ich mich umdrehe, sieht man hier die Umgebung der Jura. Bis in das Dorf da vorne fuhr früher
früher dieser Zug. Aber wie gesagt, ist alles abgebrochen. Da, ein bisschen weiter hinten, hat die Aare, die alte Aare genau gesagt, einen kleinen Bogen gemacht. Und da vorne macht sie dann auch wieder einen großen Bogen nach links. Da, jetzt ein Single Trail. Bis jetzt habe ich sehr, sehr schöne Wege gehabt. Das ist wirklich eine ganz tolle Wanderung. Der Kanal, den ich ja lange entlang gewandert bin, ist dort weit hinten, da hinten, wo dieser Wald ist. Da vorne, am Waldrand entlang, dort fließt auch die alte Aare. Die macht dann seinen riesigen Bogen und geht bis vor das Dorf da vorne. Das mache ich jetzt. So, mal einen Blick zurück. Von da, diesen Weg da, bin ich jetzt gekommen. Jetzt habe ich wieder einen schönen Single Trail. Mache ich da noch den Bogen da vorne und gehe dann diesem Wald da wieder entlang bis zum Dorf da vorne. Da vorne hat jetzt die alte Aare einen riesigen Bogen gemacht und geht jetzt hier durch. Und ich habe da hier zwei ein bisschen neugierige Enten. Die haben mich vorher gerade belagert und wollten was zu fressen. Das ist ein Paar. Diese zwei. Ja? So, jetzt geht's weiter. Da ist noch ein schöner Picknickplatz. So, jetzt geht mein Weg da durch. Ich habe heute wirklich eine schöne Stelle um die andere. Da hier bin ich jetzt am weitesten weg vom Kanal. So, noch ein Blick nach oben. Da vorne geht die alte Aare durch. Einen ganz schönen Single Trail. Da der alten Aare entlang. Und oben ist das Dorf Meinisberg. Da ist die alte Aare sehr breit, aber da hier fährt kein Kursschiff. Die fahren alle auf dem Kanal. Und schaut hier noch, das ist doch schön. Jetzt habe ich das Dorf auch schon wieder verlassen. Und hier komme ich jetzt in die Grenzner Ebene. Da vorne sehe ich zum ersten Mal die Autobahn. Und
Und da die alte Aare. Übrigens, hier hat sie schon wieder den Bogen gemacht und läuft jetzt wieder Richtung Kanal. Da hat der Jura ziemlich steile Berge und da die größere Ortschaft da vorne, vermute ich, dass das Kränchen sein könnte. Da ist die alte Aare ganz ruhig. Man hört nur die Motorsäge vom Wasser. Gar nichts. Ich komme früher an der Aare in der Nähe. Ich bin da schon in einem Vorquartier. Aber immer noch an der alten Aare. Büren in Sicht, da komme ich jetzt dann durch. Da macht die Aare wieder einen riesigen Bogen. Und da bin ich noch an der alten Aare. Ich befinde mich hier in Büren an der Aare. Da kommt die alte Aare. Und da hier vorne der Nidau-Büren-Aare-Kanal. Und von hier an heißt der Fluss Aare. 1987 wurde versucht, diese Holzbrücke da vorne anzuzünden. Doch es misslang. Am 5. April 1989 ein zweites Mal. Und da brannte sie ganz nieder. Man hat sogar damals beim Feuerwehrmagazin die Türschlösser zugelangt, dass man nicht sofort öffnen kann. Da drüben die Altstadt. Ich gehe jetzt nicht noch rüber, weil ich gehe noch weiter. Ich habe sie schon mal besucht, die Stadt, wo ich das letzte Mal da durchgewandert bin. Man hat dann natürlich probiert, nach dem Brand diese Brücke wieder originalgetreu nachzubauen. Übrigens, Büren an der Aare hat ein ganz schönes Stadtbild. Wie gesagt, ich laufe jetzt noch weiter. Ich habe die Stadt schon mal gesehen. Es gibt im Internet sehr viele schöne Bilder. Schaut doch die einfach an. Das muss ein altes Haus sein da. Und die Kirche schlägt jetzt noch gerade. Da die Aare und da das alte Haus. Das muss uralt sein. Und da sieht man nach Grenchen und den Jura. Das ist ziemlich breit.
Da hat es noch mächtige Bauernhäuser. Die große, weite Ebene. Da vorne, grenzend, kommt doch jetzt langsam näher. Und vis-à-vis von Grenzen habe ich mein heutiges Ziel. Und da hier drüben die Aare. Mal einen Rundumblick. Von da oben komme ich jetzt her. Der Jura ist auch wieder weiter weg. Da unten kommt Grenzen. Da drüben die Aare. Da unten macht die Aare wieder einen kleinen Bogen. Da hier überschreite ich jetzt die Kantonsgrenze. Bis jetzt war ich im Kanton Bern. Und hier durch diesen Wassergraben geht die Grenze vom Kanton Bern in den Kanton Solothurn. Wo schon so viele Mückchen hat es da. Da ist auch noch ein interessanter Graben da. So, jetzt geht es auf diese Seite weiter im Kanton Solothurn. Und da drüben Grenzen. Etwa in dieser Richtung hier irgendwo muss noch der Flughafen sein. Und ein Flugplatz mehr ist nicht so groß. Und meinem Ziel komme ich jetzt auch näher. Ja, die Aare. So schöner, mächtiger Fluss. Auf die Aare. Und wenn ich mich umdrehe, in den Jura. Und unterhalb Grenzen. Jetzt komme ich nach Stad rein. Das ist ein kleines Dorf. Da nochmal ein Blick nach Grenzen. Schönes Dorf, direkt an der Aare. Da nochmal ein Blick ins Dorf. Das ist auch ein interessanter Baum da. Dieses Schwein. Und der alte Pflug. Ja, schön gemacht. Übrigens, da gibt es auch noch einen Zeltplatz. Da in diesem Haufen hat sehr viele Vögel. Vorhin habe ich noch die Abzeigung verpasst. Ich habe nicht gemerkt, dass er der Weg hier ab hat, obwohl lauter Filmaufnahmen machen. Da sind noch Rebstöcke. Und auf dieser Seite die Aare. Das Dorf Arch. Mein Etappenziel. Muss ich dann nur noch über die Aare.
da unten sieht man jetzt die große Brücke, die ich dann auch überquere, um nach Arch zu gelangen. Einen ganz schönen Weg, bin ich jetzt da kurz vor dem Ziel noch. Überhaupt die ganze Strecke war sehr interessant, jetzt von Büren an der Aare hier nach Arch hatte ich dann doch sehr viel Asphalt, aber das wusste ich ja. Aber es war wirklich eine sehr, sehr schöne Tour, die hat mir sehr gut gefallen. Übrigens, das letzte Mal, wo ich über diese Brücke lief, war ich auf dem 100 Kilometer Marsch von Biel. Ich habe den 8-mal absolviert. Jetzt möchte ich ihn wahrscheinlich nicht mehr machen. Er ist mir doch jetzt zu lang. Da ist jetzt die Brücke, die ich überqueren werde, um nach Arch zu gelangen. Drüben ist, glaube ich, noch von der alten ein Pfeiler. Und hier ein Blick noch Aare aufwärts. Einen Blick Aare aufwärts. Und da bin ich ja jetzt gekommen. Drüben ist Arch. Konstruktion von der Brücke ist noch interessant gebaut. Da Aare abwärts. Und da ein Blick nach Grenchen. Ein Blick nach Arch. Übrigens, da bin ich jetzt wieder im Kanton Bern, weil die Aare macht auch die Kantonsgrenze. Wird also auch die Kantonsgrenze durch. Da in Arch war früher auch noch ein Zug, aber jetzt ist da nichts mehr. Ich glaube noch manchmal Güterzüge. Hat das alles, Personenverkehr ist alles eingestellt. Meine Haltestelle. Ich habe das Ziel erreicht.